So, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Heute mal Linie 300, DLC Berlin 300. Bin ich der Meinung, habe ich jetzt Let's Play noch gar nicht gemacht. Bin ein bisschen spät dran damit. Ja, vor allem den Solaris 4. Generation. Oh, 5. Welche? Nee, 5. Generation, glaube ich. IV. Ist doch 5. Nee, 4. 4. Genau. Fahren von der Warschauer Straße. Ja, Elektrikbus. Ganz tolle Sache. Nicht. Bin ich auch nicht erfreut davon, aber fürs Video muss es herhalten. Ja. Ich habe mir übrigens den Spieß noch jetzt mal höher gestellt, damit ihr ein bisschen mehr Sound habt. Allgemein gesehen. Weil mir ist eben aufgefallen, dass es nur auf Mitte gestellt war. Ja. Genau. Ja. Ist ein Gelenkbus, ne? Schön, also BVG-Ausstattung, alles von Symbol ist der. Atron AFR4, alten haben wir drin. So, dir reicht. Genau. Falsch schildert. Sollen wir mal kurz was gucken hier? Linie Kurs, mal 300. Hä, ich auf den Sack hier. Ziehe die Stelle so. Jetzt haben wir es. So, Abfahrt ist um 12.15 Uhr. Machen wir um 12.15 Uhr rein, würde ich sagen. Ja, also, ich sag mal so, schön, dass da diese Add-on kam, aber ich sag mal so, von Berlin haben wir auch mittlerweile genug. Spandau, Linie 300 jetzt noch dazu, dann der Web des Linie 156, Pankow Süd und so ein Kram, X10, BRT, also ich weiß nicht, was die mit diesem Berlin-Kram haben, sag ich mal. Macht in meinen Augen nicht so wirklich Sinn, finde ich persönlich. Aber, ja. Aber ich hoffe, das Auto ist nicht so laut. Sollte ja dennoch, denke ich mal, alles gut funktionieren. Jo. Haben wir voll digitales Dashboard. East Side Gallery. War das die Ansagen, ja? Da waren original PVG-Ansagen drin. Ich glaube, ich muss mal in Erinnerung. Krass. Passt aber auch gerade nicht, weil wir eigentlich erst Tamara Dennstraße sind. Erstmal ist das nicht eigentlich die Linie 300. Na klar, das gab es doch in der Bass auch. Das kommt mir gerade wieder sehr bekannt vor. Ja, leckt doch noch mehr rum. Das ist auch so eine Sache. Also performancemäßig fühlte ich das mal gar nicht. Ja. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ja, da häng ich halt auf. Oh, was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Ah, ist klar. Ach ja. Ja, ansonsten, sagen wir so, auf der Map wurden viele neue Objekte gebaut. Hier zum Beispiel die Straße ist ja auch, sag ich mal, eine neue Textur. Oh, ich hoffe, man hört das nicht durch. East Side Gallery. Und nochmal. Oh, ein bisschen leiser machen hier. Nicht, dass man das durchhört oder so. Fahrplanmäßig, wie lange geht die Linie? 12.15 Uhr startet, ist 12 Uhr. Ja, 40 Minuten, 45 Minuten muss man einplanen. Fiel auch nichts Besseres ein, hier einen Euro 5 C2 als KI zu nehmen. Fährt er auch bestimmt rum in Berlin. Als Euro 5 wahrscheinlich. Also, weiß ich mal nicht. Hätte man doch hier den Solaris fahren lassen können. Oder man hätte einfach den BAT-Bus hinnehmen. Dann wäre es halt so. Ja. Aber nein.
Mhm. So sieht man auch das neue Besitzmuster, glaube ich, ne? Sieht interessant aus. Nur grüne Abfahrt. Und links seht ihr auch Doppeldecker. Cool. Rummelsburger Platz. Ja, richtig schön ausgestaltet hier alles. Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Objekte an, aber ich bezweifle, dass da auch dass da was zugebaut ist, glaube ich halt nicht. Ja. Schöne KI-Autos haben wir mal. Hier schön VW ID3. Cool. Das ist übrigens mal zeitgemäßes. Aber halt ein bisschen vorstellen. Das ist sonst hier alles zu früh. Dann machen wir hier mal. Ja, jetzt haben wir Minute 15 Verspätung. Komm, fahr! Abfahrt, los! Aber ich sag mal so: Minute 20 Verspätung ist in Berlin wahrscheinlich gar nichts. Also von daher. Geht das mal. Ampel ist aus, alles klar. So, jetzt kommt noch vorne der Ostbahnhof. S-Bahnhof, Ostbahnhof. Ja, also Performance, naja. Also ich weiß nicht, das ist halt... Es geht, aber könnte besser sein, ja. Also wie gesagt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, guck mal, hier ist ja... Ja, hier ist nicht viel verbaut. Sag ich mal so, da drüben ist nicht viel verbaut. Weil das in die Performance so ein bisschen blöde ist. Naja, rechts geht's jetzt hoch, das bin ich mal in den Basti fahren. Ich sehe gerade, wir haben grüne Ampel. Bin ich mal in den Basti fahren. Geht's da rechts hoch, dann nach links, genau. Dann nach links hoch, so. In den Basti konnte man ja geradeaus noch weiterfahren. Ich denke mal, das wird hier auch möglich sein. Ja, coole Sache. Alter. Wir sagen mal da vorne mal gleich ein schönes Thumbnail. Jetzt grüß ich. Strahlauer. Aber ich mach mal hier ein Thumbnail. Lass mal hier so machen. Wie er sich durchbiegt, ey. Crazy. Boah. So sollte das doch gehen, oder? So, wer da jetzt intakt hier? Junge, ruhig. Oh, Flixbus steht ja auch. Sehr schön. Da war eine Haltestelle, fuck. Da habe ich gerade übersehen. Naja.
Konvert grün hier. Lichtenberger Straße. Sagen wir so, kaufen muss man die Map so als Addon nicht unbedingt, finde ich jetzt persönlich. Also, mich spricht das halt irgendwie gar nicht so an. Das ist halt. Keine Ahnung. Rot. Und grün, alles klar. Ich meine, es gibt so teilweise Details, die gefallen mir. Jetzt hier wie rechts mit diesem separaten Fahrtweg, da sieht ganz cool aus. Aber ich finde, da muss auch immer alles passen und nicht immer nur so teilmäßig halt, ne? Dass es hier nicht eine Abschnittweise ist. S- und U-Bahnhof Janowitzbrücke. Ich weiß noch, wo die Map rauskam, da soll die ja wohl richtig blöd gelaufen sein, von der Performance her. Oh. Ja, Bremen-Nord werden wir die Tage auch nochmal ein Let's Play machen. Morgen streamen wir, also morgen und Sonntag kommen keine Videos. Morgen streamen wir, morgen Abend halt. Ja, nächste Woche werden nochmal so Bremen-Nord-Videos kommen. Zum Beispiel da die eine Schülerverkehr-Runde werden wir mal fahren. Und Linie 677 Bekedorf soll wir auch eine kleine Linienveränderung haben. Ich habe es auch noch bei jemandem im Let's Play gesehen. Ich mache da selber auch nochmal ein Video darüber. Mal gucken. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, tatsächlich. Also selber jetzt. Müsste mal selber schauen. Hey, auf die Tür. Tach. Alexanderstraße kommt als nächstes. Rechts liegen die E-Roller rum, ey. Ich meine, gut, wird es dann echt auch so, ne? Alexanderstraße. Ey, cool, Alexanderplatz fahren wir auch lang. Da war ich auch schon mal gewesen, echt. Ach, was ist denn das hier für eine Haltestelle, Alter? Ich habe bis heute Nacht nochmal kurz Wuppertal mir angeschaut, ein bisschen. Ja,
ist Kevin nicht mein Baustil, aber, muss man dazu sagen, der Wiedererkennungswert, ich kenne es ja auch noch von Videos, kommt dennoch relativ gut rüber eigentlich. Und die Performance war auch relativ, es ging. Also man kann es fahren, sage ich mal so. Ich werde mal eine Abstimmung reinmachen, ob ihr nächste Woche Wuppertal sehen wollt oder Bremen. Könnt ihr entscheiden. Genau. Hey, das soll ja Alexander... Ach ja, klar. Genau. Doch, das ist Alexanderplatz. Ja, coole Bahngleise auf jeden Fall. Hört doch einfach auf. Nicht schlecht. Oh, hier haben wir schon eine Baustelle. Cool. So, und ich glaube, das hier ist doch die Stadtautobahn, oder? Nennt sich das nicht so? Die hier drunter lang geht? Ich weiß es gerade nicht. Oh, warte, jetzt im Takt. Abfahrt! Ja, ich stehe voll drauf, das Ding kommt nicht aus dem Knick, ne? Unerträglich. Ich sah, fahr bis da vorne noch hin. U-Bahnhof, Rotes Rathaus. Genau, bis dahin fahren wir noch hin. Wenn da passt das, weil ich werde jetzt hier nicht die ganze Linie abfahren. Abbiegerassistent ist cooler. Schon übersichtlich. Schon crazy. Was mittlerweile um sie so geht. Es sind 30. Ja. Sieh rüber. So, genau. Da würde ich sagen, wenn euch das jetzt gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Und ganz wichtig, morgen früh, morgen Abend zum Livestream einschalten. Ich werde nochmal eine Ankündigung reinschreiben und dann sollte es passen, ne? Dann bis morgen und tschüss.